Und da sind wir wieder. Mann, war das ein stressiger Tag heute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich musste heute früh ganzzeitig raus, denn ein Arbeitskollege von mir hatte Geburtstag und auf mich fällt immer die unangenehme Aufgabe, dass ich dann früh beim Konditor die bestellte Torte abholen muss, denn bei mir hier um die Ecke gibt es definitiv die leckerste Torte in Hamburg und deswegen bestellen wir immer da. Ich muss dann die Torte immer besorgen und muss natürlich im Büro sein, bevor der jeweilige Kollege da ist und das setzt mich dann schon unter Stress. Normalerweise fange ich so zwischen 9:30 an, aber die ersten kommen schon um 8. Ich musste also heute vor 8 im Büro sein und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für mich gewesen. Naja, Torte habe ich geholt, dann gab es eine kleine Feier in der Firma, leider musste ich dann bis 20.30 Uhr arbeiten und danach ging erst der richtige Stress los. Ein Freund von mir, der einen Windows 98 PC hat, der 8 Jahre alt ist ungefähr, den musste ich in Ordnung bringen, der startete nicht mehr, das hat auch 3 Stunden gedauert. Dann bin ich noch kurz zu einem anderen Freund gefahren, mit dem geht's nämlich morgen nach Berlin, so wie gestern schon angekündigt, zum U2-Konzert. Und jetzt bin ich gerade am Taschepacken. Schlafsack, Handtuch, so das Nötigste, was man für ein Konzert braucht, eine Nacht in Berlin muss schon drin sein, denn am Freitag geht's erst am Mittag zurück. Und das Coolste oder vielleicht auch die größte Herausforderung, wie kriege ich morgen einen Podcast, der morgen in Berlin produziert wird, live ins Netz? Ich habe noch keine Ahnung und ihr werdet sehen, entweder es gibt morgen den Podcast oder es gibt halt keinen, dann gibt es den übernächsten oder den nächsten Podcast am übernächsten Tag. Aber ich werde versuchen, mein Versprechen zu halten und morgen einen online zu stellen. Das Wichtigste, zum U2-Konzert geht es. Und da freue ich mich schon so lange drauf, wie ich diese Karten habe, die ganz, ganz schwer zu kriegen waren. Und ich habe mir da so meine Gedanken gemacht, wieso freut man sich eigentlich auf so ein Konzert? Und meine Philosophie ist, man wird älter. Ja, wenn man super jung ist, dann ist alles, was man so macht, ein Highlight. Und je älter man wird und im Berufsleben engagiert ist, desto seltener werden doch solche großen Highlights, wie zum Beispiel Konzerte. Und ja, man freut sich dann schon von vornherein drauf und freut sich sehr lange drauf, weil auch alle Freunde sich darauf freuen, die schon mittlerweile mit Frau und Kind in manchen Fällen zu Hause sitzen. Ja, das ist jetzt ein Pauschalurteil, ich weiß. Aber es wird dann schon ein bisschen langweiliger, ne? Wenn man so mit Frau und Kind zu Hause sitzt, dann muss man das seine Freizeitaktivitäten ein bisschen konzentrieren und freut sich dann halt total drauf, wenn das dann mal wieder klappt. Und so wird das dann morgen in Berlin. Alle Freunde sind da. Wir werden richtig abfeiern. Und anschließend werde ich dann wahrscheinlich mit 2 Promille im Blut irgendwie vor meinem Denon Portable IC Recorder sitzen, um diesen Podcast aufzusprechen. Aber dann werdet ihr so ein bisschen Feeling aus der Hauptstadt kriegen. Ich werde es dann auch Nachtzug nach Berlin morgen nennen. Und verabschiede mich von heute, freue mich auf morgen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.